Ja, ich arbeite hauptsächlich mit gefundenem Material und das aus verschiedenen Quellen. eBay ist nur einer von den Quellen, mit denen ich beispielsweise arbeite. Und man kann dann sagen, dass diese Recherchen oder auch diese Bilder, die ich dann sammle oder auch die mir fragmentiert vorliegen, dass die dann in so eine recherchebasierte Rauminstallation fließen oder in Filme oder wie man auch hier sieht, beispielsweise in so eine Fotoserie. Und ich entreiße sozusagen diese Bilder ihrem Zyklus, ihrem Medien- oder Konsumentenzyklus und verknüpfe sie neu. Und hier sieht man beispielsweise Bilder, die ich auf eBay gefunden habe, beziehungsweise es handelt sich mehr um eine Art Phänomen oder Beobachtung, die ich gemacht habe vor einigen Jahren auf eBay. Beim Durchforsten von eBay bin ich dann auf Aktfotografien gestoßen, weil ich auch so, ich war auf der Suche nach Aktfotografien. Ich habe eigentlich täglich mehrere Stunden damit verbracht, auf eBay nach Aktfotos, nach Archiven zu suchen, die mich angesprochen haben. Und bin dann auf dieses Phänomen gestoßen, dass die Verkäufer Gegenstände auf die Bilder legen. Und das hat beispielsweise in dem Fall hat mehrere Zwecke erfüllt. Zum einen den Kopierschutz, also analogen Kopierschutz, und zum anderen also dieses Aufzeigen von Größenverhältnissen, also wie groß ist das Bild wirklich. Und dafür werden genormte Gegenstände verwendet, also oftmals wie Kugelschreiber, Münzen, Zollstöcke, Streichhölzer. Und ja, und das Interessante dabei ist, dass diese Gegenstände diese Frauen auf den Bildern gar nicht schützen sollen, sondern eigentlich nur den Wert, also den materiellen Wert schützen sollen des Bildes und daher vollkommen kommerziell orientiert sind. Also kommerziell orientierte Ästhetik, die keine Ästhetik ist in dem Sinn. Und es ist ja auch interessant, das sind ja alles Amateurfotos. Ja, Ja, genau. also das sind ja im Grunde alles so private Aufnahmen, die man aus der eigenen Fotografie vielleicht auch kennt. Ja, und deshalb finde ich es ganz spannend zu sehen, dass sowas überhaupt auf den Markt kommt und dass sowas auch Käufer findet. Ja, ich finde es auch immer wieder erschreckend, auch wenn ich es faszinierend finde. Man muss sich vorstellen, das könnten auch unsere Bilder sein. Man kriegt auch öfter mal als Frau bestimmt so ein Angebot, besonders wenn man in Social Media unterwegs ist, Angebote von irgendwelchen zwielichtigen Fotografen, die dann sagen, hey, ich mache ein Shooting ganz kostenlos für dich, du kriegst die Bilder. Ich habe auch Freundinnen, die das gemacht haben. Das sind meistens dann auch diese Fotos, die dann später irgendwann im Netz landen. Weil bei den Fotos, die man auf eBay findet, findet man auch ganz viele private Aktaufnahmen in häuslichen Situationen, die halt auch eine gewisse Vertrauen, also bei der man die Vertrauensbasis sozusagen auch spürt. Speziell ein Foto, oder es sind auch mehrere, hat mich bei meiner Suche, bei meinem Durchforsten auf eBay ständig verfolgt und es hat auch sehr authentisch ausgesehen, weil es so einen alten Büttenrand hatte. Und dann habe ich gedacht, oh, ich will das jetzt loswerden sozusagen, aus dieser Suche und kaufe das. Und dann habe ich das gekauft und habe dann gesehen, dass es eigentlich mit einer Bastelschere geschnitten wurde, der Büttenrand. Und dass es gar kein authentisches altes Foto in dem Sinne ist, sondern einfach nur eine Kopie. Und es tauchte danach, nachdem ich es gekauft habe, wieder einfach auf eBay. Das heißt, man weiß halt nicht mehr, wie viele Kopien von Kopien da sozusagen zirkulieren. Und das ist halt nochmal sozusagen das Erschreckende daran, dass es so ein Endlosstream von Aktfotos ist, von unbekannten Frauen. Im Laufe der gesamten Ausstellungsdauer hat der Besucher die Möglichkeit, auch auf meinem eigenen eBay-Account mit mir in Interaktion zu treten. Ich trete da als Verkäuferin auf, auch von Fotografien, die sich wöchentlich, bei denen ich auch wöchentlich neue Auktionen reinstelle. Es handelt sich zum einen auch um Selbstporträts, zum anderen auch Fotos, die jetzt nicht in dieser Reihe sind. Es sind zwar 22 Bilder hier zu sehen, aber es beschränkt sich nicht auf die Zahl 22, sondern auch man kann weitere Fotos sozusagen erwerben und ja, weitere performative Ansätze, mit denen ich auch arbeiten werde, werden auch zu sehen zu sein und